Mit dem Fahrrad kommt Fußballer Xaver Schlager des Öfteren zum Training des VfL Wolfsburg. Wie alle Bundesliga-Teams ist er mit seiner Mannschaft viel auf Reisen, oft klimaschädlich mit dem Flugzeug. Die Mannschaft hat jetzt beschlossen, dass wir die CO2-Kosten, was wir verursachen, quasi da kann man das ja spenden, dass da wieder Bäume angepflanzt werden und solche Sachen, dass wir die übernehmen. Geld bezahlen für Klimasünden. Für beispielsweise Hin- und Rückflug nach München müsste jeder VfL-Spieler theoretisch ca. 8 Euro an CO2-Kompensation zahlen. In der Bundesliga-Szene gilt Wolfsburg als Vorreiter in Umweltfragen, unterstützt als erster großer Fußballclub die Klimaschutzvereinbarung der Vereinten Nationen und hat eine eigene Abteilung für Nachhaltigkeit. Aus dem am Clubgelände gelegenen Mittellandkanal wird Wasser für die Beregnungsanlagen der Trainingsplätze abgepumpt. Damit spart der VfL jährlich 11 Millionen Liter Trinkwasser. Da in den meisten Stadien so wenig Sonnenlicht auf den Rasen trifft, werden solche Beleuchtungssysteme genutzt. Wolfsburg hat als einer der ersten Vereine auf stromsparende LED-Lampen umgestellt. Einen der Mehrwegbecher, die hier seit einer Saison verwendet werden, bringt VfL-Geschäftsführer Michael Meeske mit zum Interview. Viele Nachhaltigkeitsbemühungen, aber ausgerechnet der von Volkswagen, einem im Abgasskandal verstrickten Autokonzern, ausgerechnet der von Volkswagen alimentierte VfL Wolfsburg will beim Klimaschutz Vorbild sein. Jemand, der vielleicht in der Vergangenheit sich mal nicht ganz adäquat verhalten hat in puncto ökologischer Nachhaltigkeit, darf der dann in Zukunft nicht versuchen, das Beste aus diesem Thema zu machen und das auch entsprechend zu kommunizieren? Da würde ich mal sagen, ja, wir machen das Beste draus, ziehen die Konsequenzen aus der Vergangenheit und probieren uns bestmöglich nachhaltig da womöglich auch zu verhalten. Der VfL Wolfsburg. Wohl auf jeden Fall ein Vorbild für die nicht wenigen Bundesliga-Clubs, die für Klimaschutz noch wenig bis gar nichts tun.